der Kaffee haut immer Vollgas rein. Hamburger mit Pommes und Cola und Mayo. Geil. Danke. Geil. Der hört aber. Jetzt kommt er gleich mit seiner Ausrede. Ich habe ja nebenan Nüsse dabei und eine Banane und einen Apfel. Aber die liegen da irgendwie immer. Hast du gesehen? Ich kaufe für 6,36 Euro ein und beim Kaffer, der alleine im Auto sitzt, waren es 11,80 Euro. Also Theo, nicht, dass du meinst, die Vorsätze waren nicht da. Schau mal, Banane, Studentenfutter, alles am Start. Ja, Wahnsinn. Wasser. Aber durch meinen super Teamkollegen bin ich hier wieder in dieses schottische Delikatessen-Restaurant verleitet worden. 11,80 Euro, oder? 11,80 Euro. 11,53 Euro, um genau zu sein. Guter Stoffwechsel. So, Kollege, jetzt steht mir hier, eigentlich haben wir unseren Test in Sandford abgesagt wegen Schnee. Ja. Und jetzt heute Morgen fahre ich wegen Schnee dann doch jetzt los nach Oschersleben. Ja, war auch die richtige Entscheidung. Wir haben da ein paar Bilder gesehen, da war ja auch teilweise geschneit. Heute fühlt es uns auch geschneit, aber schaut ganz gut aus für morgen und übermorgen in Oschersleben. Und nicht wundern, wir werden wahrscheinlich nächste Woche nicht in Oschersleben fahren. Heißt aber nicht, dass wir nicht in der GT Master starten, sondern wir sind da im Paul Ricard. Ich freue mich auf jeden Fall schon, weil morgen und übermorgen soll das Wetter wirklich besser sein. Und dann freue ich mich, dass wir auch mal in unserem GT Masters Auto jetzt ein paar Runden drehen, nachdem wir ja in Mugello schon unser erstes Rennen bestritten haben. Ja. Ja, so ein frisches, schönes, neues, poliertes Auto sieht immer ganz schön aus. Hoffen wir mal, dass du es nicht wieder zurückbringst in Kraut und Rüben. Wieder? Ich bin immer so zärtlich zu unserem Auto. Zu unserer Anastasia, ja? Anastasia heißt sie. Also wir freuen uns jetzt auch hier in Oschersleben zu fahren. Denn letzte Woche, dass wir total in die Hose gegangen mit dem Schnee, der dann auch noch in Sandford war. Und dass wir jetzt kurzfristig hier in Oschersleben fahren können, denke ich, ist für uns eine ganz gute Alternative. Yeah, it feels good to be back on the racetrack after the season break. This first test of GT Masters Carson. Let's hope for a good test. Ich meine, lange Winterpause war es jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also das erste Mal für dieses Jahr im neuen Auto. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen angespannt. Mal gucken, ob der Koffer noch genauso geht wie letztes Jahr. Ich bin auch sehr glücklich, endlich loslegen zu können. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Wie du siehst, mache ich mich schon bereits fertig. Und würde dann das Vergnügen haben, mit dem wunderbaren Vehikel von der Firma Audi hier den Rollout zu machen in Oschersleben, indem wir rausfahren und direkt wieder in die Box kommen, um dann einen Check zu machen, ob alles dicht ist, ob alles funktioniert, so wie man das nach einer längeren Pause dann macht. Ich habe mich relativ wohl gefühlt, also war fürs erste Mal fahren im neuen Auto, war eigentlich relativ gutes Gefühl. Jetzt können wir anfangen langsam zu arbeiten. Jetzt geht es halt nach dem Rollout zu schauen, dass das Auto funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben. Von der Engineering-Seite und von der Fahrerseite, dass das dann auch alles so umsetzbar ist für die Fahrer. So, jetzt fangen wir langsam an ins Detail zu gehen und verschiedene Setup-Arbeiten durchzuführen, verschiedene Testpunkte durchzufahren, um perfekt auszusortiert sein für den Saisonstart. Das heißt, wir warten auf das Feedback des Fahrers, wie sich das Auto anfühlt. Wir haben eine gewisse Philosophie, wie wir das Auto abstimmen wollen. Nachdem die Autos ja komplett auseinander waren, wieder zusammen sind, setzt sich vielleicht das eine oder andere nochmal, das heißt das Setup, so wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir hier fahren wollen, wird es nochmal überprüft.
ob die Höhe so stimmt, ob die Spur, Sturz etc. Also diese Werte werden jetzt nach der ersten Stunde gecheckt, ob die auch wirklich das Soll und das Ist identisch sind. Dann werden teilweise schon gewisse Dinge eingemessen, dann auch für die nächsten Sessions, was wir probieren wollen. Also es ist ein ganz normales Arbeitsprozedere, was zwischen den Sessions stattfindet oder vielleicht dann auch schon eine Vorbereitung für die Sessions. Das heißt, von dem Feedback, was wir bekommen haben, nach der ersten Stunde schon Adaptionen gemacht werden und die werden jetzt einfach hier bei den Videos eingestellt und umgesetzt. Ja, der Kaffee hat schon wieder was kaputt gemacht. Schau mal. Ich? Schau mal. Das neue Auto, die Mechaniker haben sich im Arsch abgearbeitet über den Winter und der macht schon wieder was kaputt. Gott sei Dank wissen wir, wer es war. Ja, ich weiß nicht. Der also, Meister hier hat versucht, die Schikane abzukürzen. Ich habe in der Schikane etwas den Curb mitgenommen, bin unsanft gelandet. Aber die haben das ganz professionell jetzt mal getaped. Das sind Standardschäden, die können mal passieren. Mir wieder in die Schuhe schieben. Aber ihr habt alle gehört. Das sind Standardschäden, kann mal passieren. Ich werde euch in der Saison dran erinnern. Tag 2 hier in Oschersleben. Gestern war es sehr, sehr kalt. Es waren ganz andere Anforderungen als heute. Wir hatten einen guten Testtag gestern, konnten viele Kilometer sammeln, viele Testpunkte durchfahren. Wir haben über Nacht noch einiges am Auto verändern können. Und ich glaube, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, anscheinend draußen ein Fahrzeug auf der Strecke irgendwo im Kies. Jetzt war eben eigentlich die Info, dass es wieder grün werden sollte. Jetzt kam aber eine neue Info, dass es wohl ein bisschen länger dauert. Das Auto muss abgeschleppt werden. Auf der Startnummer 33 geht jetzt dann der Dennis auch aus dem Auto raus und der Kimi gleich rein, dass der auch nochmal zum Fahren kommt in der ersten Session. Deswegen haben wir jetzt entschieden, wir ziehen die Autos zurück. Dennis! Frisch aus dem Auto, wie war's? Jo. Auf jeden Fall besser als gestern. Also wir haben einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir ein paar Komponenten zusammengesteckt, ein bisschen uns verbessert. Insgesamt haben wir 4 Sessions, jetzt gerade eben war die erste. Und jetzt arbeiten wir weiter. Genau, hoffen, dass der Tag noch viel mit sich bringt. Ist natürlich doof jetzt. Wir hatten eigentlich geplant, noch ein paar Testpunkte durchzufahren. Und jetzt durch das Nasse ist natürlich bescheiden, diese Punkte zu fahren. Aber naja, jetzt schauen wir mal. Jetzt fahren wir mal mit Regenreifen raus und rutschen mal ein bisschen rum. Es ist schon wieder blauer Himmel. Trocknet wieder ab, mein. Der will ja nur, dass ich ihm die Strecke wieder trocken fahre. Die Strecke ist noch feucht, das heißt, sie ist aber nicht nass genug für den Regenreifen und sie ist im Grunde zu nass für den Slickreifen. Deswegen ist der Pierre nochmal rausgefahren, hat geschaut, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt so zu fahren. Wenn ein offizielles Qualifying wäre, müsstest du natürlich fahren, weil die Strecke immer schneller würde. Aber jetzt hier zum Testen macht es überhaupt keinen Sinn. Also so verbringt ein Dennis Marshall seine Zeit, wenn er gerade nicht im Auto sitzt. Ja, man kommt ja heutzutage nicht mehr raus. Außer jede Sekunde, die draußen wird, zur Sonne. So, gleich die letzte Session, ne? Es ist wieder trocken, ne? Qualisim, da geht was. Hey, Kindergartenabteilung. Ihr wart ja heute gar nicht schlecht, ihr dürft auch noch nicht mal. Ich meine, wir haben jetzt 2 Tage lang hier gut testen können. Ich muss wirklich sagen, Chapeau an meine Teamkollegen. Moin. Hey, ich bin auch noch hier einer.
Darum sind wir mir ist ja kein Respekt. Aber wir sind noch mal anderen Auto, wir sind noch in der Entwicklungsphase. Quatsch! Streich. Nach 2 Tagen positives Feedback. Unser erster Test mit Rotronic hier in der GT Masters. Ich glaube, wir sind beide ganz zufrieden. Ich denke, unser Schwesterauto und wir haben einiges probieren können und freue mich schon aufs erste Rennen. Auf dem Pier und auf mir ist ganz schön Pressure hier. Aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. In Oschersleben, wann ist der offizielle Test? Nächste Woche? Nächste Woche. Das sind wir wahrscheinlich nicht da, da fahren wir im Paul Ricard. Aber am Donnerstag vom ersten Rennwochenende ist noch ein Test in Oschersleben. Und wir werden unsere Hausaufgaben machen und dann schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Was sagt ihr noch? Wie war euer Fazit hier? Bin happy, passt schon. Ich bin happy. Wir sind zufrieden. Für euch geht es jetzt direkt nach Monza. Wieder in die Kiste. Ja, also verfolgt uns auf YouTube. Abonniert den Kanal. Viel Spaß und bis zum Saisonauftakt.